liebe Romanichai-ZuschauerInnen bzw. ZuhörerInnen. Ich bin Romanichai. Meine Hose grün wie das Gras, mein Gürtel rot wie das Romarad, meine Bluse blau wie der Himmel. Ich erzähle unsere Geschichte, die schon war, und die Geschichten, die jetzt sind. Akana penochitumenge, kastijanen keme Romanichai, somik fiktura fiktivo, mesiklautumen, chayen, haichauen, andare historia mari, romengoro. Ich habe euch ja vieles erzählt. Nun möchte ich euch die Geschichte von mir, Romanichai, erzählen. Für die, die mich gerade zum ersten Mal sehen bzw. hören, hallo, ich bin Romanichai. Ich bin im Jahre 2017 geboren und zwar mit Hilfe von Esthera, Isidora und Sabrina. Esthera und Sabrina waren in der 9. Klasse und entschieden sich, einen Praktikum bei Romani Pen zu machen. Während diesen 3 Wochen Praktikum haben sie mit Hilfe von Isidora den allerersten Romanichai-Film Die Verfolgungsgeschichte der Romnia konzipiert und animiert. Esthera und Sabrina haben sich für eine Animation entschieden, weil sie aus eigener Erfahrung gelernt haben, dass man als Jugendlicher lieber was Bildliches vor sich hat, als einen riesen Text zu lesen, der viel Aufmerksamkeit verlangt. Sie haben lange diskutiert, wie ich aussehen soll. Dass ich die Roma-Farben grün, rot und blau trage, sollte meine Zugehörigkeit zu unserer Romani-Community zeigen. Diese Farben repräsentieren unsere Flagge und damit auch, dass ich mich mit den politischen Zielen von Romani, Solidarität, dem Erhalt unserer Sprache, dem Wertschätzen unserer Geschichte identifiziere. Nun, nach dem ersten Erfolg unseres Films haben sich Esthera und Isidora zusammengesetzt und sich überlegt, wie man das zu einem fortlaufenden und größeren Projekt machen kann. Dann sind sie auf die Idee gekommen. Eine Mädchengruppe, Romani Chai. Nun war die Mädchengruppe zu 8. Zusammen mit Gabi, Evi und Esthera haben sie zusammen mit den Mädchen in dieser Gruppe einen Animationsfilm namens Ein Tag in Romanichais Leben erstellt. In diesem Film haben sie Alltagsrassismus dargestellt, die Mädchen selber erfahren haben. Diesen Film gibt es auch auf YouTube zu finden. Nun habt ihr wahrscheinlich von unserem Podcast gehört. Da berichtet die Romanichai-Gruppe von eigenen Erfahrungen und diskutieren über Themen rund ums Thema Sintize und Romja. Falls ihr es noch nicht gehört habt, dann müsst ihr es unbedingt nachholen. Jetzt kommen wir näher zum aktuellen Zeitpunkt. In 2021 haben wir mit einem neuen Projekt angefangen. Da geht die Mädchengruppe auf Ausflügen, wo man sich kulturell weiterbilden kann. Vielleicht wundert ihr euch, wieso ich öfters anders aussehe. Also wieso ihr mich so oft in einem anderen Stil gesehen habt. Dies ist, weil wir die Vielfältigkeit der Romnia wertschätzen und eine Art nicht jede Romni repräsentiert. So, nun wollen die Mädchen was sagen. Die Gruppe hat mir ermöglicht, mich zu entfalten und meine künstlichen Fähigkeiten zu erkennen. Für mich ist es kein Projekt mehr, sondern eher wie Geschwister. So, nun habt ihr jetzt einen kleinen Einblick in Romanichais Geschichte. Ich, die Figur und die Gruppe. Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören. Die Kassamen, eure Romanichai.